Unerkannt bewegt er sich durch die sumpfigen Gebiete am Steinhuder Meer. Nur mit viel Glück bekommt man ihn zu Gesicht. Dass der europäische Nerz aber überhaupt am Steinhuder Meer zu finden ist, kommt einem kleinen Wunder nahe. Das wieselgroße Säugetier galt in Deutschland seit 1925 als ausgestorben. Erst durch eine Initiative des Vereins Euronerz und der Mitarbeiter der ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer ist seine Wiederansiedlung gelungen. Der Ursprung des Projektes liegt schon 15, 16 Jahre zurück. Damals hatten wir uns überlegt, dass dieser Lebensraum für diese weltweit gefährdete Art tatsächlich geeignet ist, als einer der ganz, ganz wenigen in Norddeutschland. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis wir dann tatsächlich mit diesem Projekt beginnen konnten. Das Land Niedersachsen hat dann irgendwann mal signalisiert, dass es da mitmacht, auch als Geldgeber. Und dann sind wir dann tatsächlich 2010 dann so weit gewesen, dass wir mit dem Projekt tatsächlich starten konnten draußen. Für die Wiederansiedlung der pelzigen Säugetiere wird ein unglaublicher logistischer Aufwand betrieben. Die Tiere, die ja wirklich weltweit selten sind und natürlich auch in den Zoos wenig gehalten werden, die werden gezüchtet. Die werden dann in Osnabrück im Grunde genommen verpaart. Dann werden diese tragenden Feen werden dann an Zoos weitergegeben, die die Jungen aufziehen. Und wenn die Jungen selbstständig werden, dann kommen sie wieder zurück zu der zentralen Zuchtstation nach Osnabrück, werden da dann in die Ausbildungsprojekte verteilt. Also da kriegen wir dann die Nerze her. Das heißt, wir müssen die dann in die Ausbildungsgehege setzen. Nach 14 Tagen kommen die Tiere dann in Freiheit. Über die gesamten Jahre wurden bislang 130 Tiere ungefähr ausgesetzt, aber das Problem ist, die Tiere draußen nachzuweisen. Also die werden nicht mehr alle leben, allein durch die natürliche Sterblichkeit, aber wir wissen eben leider noch nicht, wie viele Tiere genau jetzt draußen im Gelände sind. Damit die Forscher die Tiere später wiederfinden können, tragen einige der Tiere aktive Sender. Die Aktivsender können wir mit den Empfangsgeräten empfangen. Die haben eine Reichweite von ungefähr 200, 300 Metern. Und das ist dann ganz toll, um aus der Ferne sich dem Tier nähern zu können und dann genau festzustellen, wo es sich befindet, was es nutzt, welche Lebensräume verstärkt und wo es sich versteckt beispielsweise. Die besenderten Nerze zu finden, ist gar nicht so einfach. Eva Lührs und Kollege Thomas Brandt müssen sich durch Schlamm- und Mückenschwärme kämpfen, um zu den Lebensräumen der Tiere zu gelangen. Der europäische Nerz ist eine semi-aquatische Säugetierart, das heißt, sie ist ganz stark als Wasser gebunden, nutzt aber auch Landlebensräume und ist eine Art, die sehr versteckt lebt. Das heißt, sie brauchte Deckung, um sich zu verstecken, um ja nicht von Prädatoren gefasst zu werden. Wir haben dann natürlich die Lebensräume auch nachgebessert. Wir haben viele Gewässer angelegt, die heute wichtige Nahrungslebensräume für die Nerze darstellen, weil da zum Beispiel sehr viel Leben entwächst, viele Amphibien leben dort, Fische wachsen dort auf und so weiter. Das sind alles wichtige Komponenten in so einem Nerzlebensraum und das haben wir hier in den letzten Jahren natürlich verstärkt dann nochmal nachgeholt. Eine einfachere Möglichkeit, die Tiere zu erforschen, bieten Fotofallen. Die Mitarbeiter der ökologischen Schutzstation setzen dieses Jahr daher verstärkt auf ihren Einsatz. Die Fotofallen machen automatisch bei Bewegung Fotos und die können wir nachher auswerten und wissen eben, ob an der Stelle Nerz durchgelaufen ist. Und gleichzeitig durch die Fotos hat man natürlich auch einen Hinweis, ob es den Tieren, die auf den Fotos sind, augenscheinlich zumindest gut geht oder nicht. Dass die Fotofallen für die Erforschung des Nerzes außerordentlich hilfreich sind, hat sich im Frühjahr 2015 gezeigt. Und zwar lief ein Sender länger als gedacht. Dadurch wussten wir, dass das Tier sich häufiger an einer Stelle aufhält und kannten die Wurfhöhle von dem Tier. Und dann haben wir die gemieden, aber Fotofallen in der Nähe aufgestellt. Und das war eben letztes Jahr ganz toll, weil auf der Fotofalle Fotos sind, wie die Nerzfee ihre Jungtiere im Maul umtransportiert. Und daher wussten wir eben ganz sicher, dass die vier Jungtiere hatte und ja, dass sie da geboren sind und auch groß geworden sind. Die Aufnahmen sind übrigens deutschlandweit einzigartig. Sie zeigen die ersten im Freiland gezeugten und geborenen Nerze. Durch ihre Untersuchungen haben Eva Lührs und Thomas Brandt schon einiges über die kleinen Pelztiere erfahren. Ach, wir haben so viele neue Erkenntnisse, weil man natürlich, wenn man mit so einer unbekannten Art arbeitet, gar nicht so richtig gewappnet ist. Ne? Also wir wissen, der Lebensraum, der taugt was. Das haben wir herausgefunden, denn die Nerze fühlen sich wohl. Wir haben junge Nerze nachweisen können, mit vier Jungen. Das zeigt eigentlich, dass auch das Nahrungsangebot ganz gut sein muss. Wo wir nicht mitgerechnet haben, ist, dass die Nerze tatsächlich so weit laufen, also so aktiv sind. Die schaffen pro Nacht schon ein paar Kilometer und da ist es für uns natürlich schwierig, dran zu bleiben. Ne? Und die Erkenntnisse wachsen natürlich, wenn man diese Tiere dauerhaft unter Kontrolle hat. Und das ist nicht einfach. Das haben wir uns durchaus leichter vorgestellt anfangs. Die Wissenschaftler der ökologischen Schutzstation hoffen, dass das Projekt auch langfristig weitergeführt werden kann. Wenn dann hier am Steinhuder Meer und im Umfeld natürlich auch dann eine stabile Population entstehen würde, eine Rettungsinsel sozusagen, dann wäre dem Nerz sehr geholfen und das ist natürlich das, was wir uns wünschen. Knapp 90 Jahre, nachdem der letzte europäische Nerz in Deutschland gesichtet wurde, fühlt er sich zumindest am Steinhuder Meer wieder heimisch.